Natürlich habe ich es mal wieder vergessen und deshalb ein kurzes Video vorab. Dies ist eine Dauerwerbesendung, weil ich euch Marken nenne, weil ich euch Dinge in die Kamera zeige, die ich gekauft habe, weil ich euch irgendwelche, ja, wie gesagt, Marken nenne oder sonst irgendetwas Designer nenne. Könntet ihr als Werbung verstehen, ist Werbung, aber unbezahlt, unbeauftragt. Ich werde nicht gesponsert von irgendjemandem. Ich kriege kein Geld dafür, dass ich irgendetwas sage. Also wenn ich eine Marke nenne und sage, das ist toll, dann ist das aus Überzeugung und ich habe da nichts von. Aber ich sage es hiermit, dies ist eine Dauerwerbesendung, unbezahlte, unbeauftragte Werbung. Und sollte es jemals anders sein, werde ich es dazu sagen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zur 30. Folge von meinem Multikreativ-Podcast. Mein Name ist Stefanie. Ich bin Multikreativ und ich habe euch heute einiges zu zeigen. Ja. Vielleicht, also es sind ein paar neue Abonnenten dazu gekommen. Ich kann mich einfach nochmal vorstellen. Wie gesagt, mein Name ist Stefanie. Ich werde übermorgen 56 Jahre alt. Juhu, ich habe Geburtstag übermorgen. Ich freue mich sehr drauf. Ich bin also jemand, der sich auch jetzt mit 56 Jahren wie ein kleines Kind auf seinen Geburtstag freut. Und ganze Familie nerve damit, hey, ich habe bald Geburtstag, ja, sehr schön, wir werden frühstücken gehen, ja gut, wir waren noch bei meiner Vorstellung, ja, also wie gesagt, 56 Jahre alt, ich wohne in der Nähe von Baden-Baden, in der schönen Rheinebene, mit Blick auf auf den Schwarzwald, mit meinem Mann und meinen beiden erwachsenen Kindern und meinen beiden Hunden, Rufus und Edgar, die hier auch bei mir sind, aber jetzt gerade nicht zu sehen sind. Aber vielleicht werdet ihr im Laufe des Videos sie sehen oder hören oder sonst irgendwas. Beruflich bin ich Quereinsteigerin in der Pflege, aber Quereinsteigerin jetzt schon seit mittlerweile, im Mai sind es 11 Jahre. Ich arbeite als Nachtwache in einer Wohngemeinschaft für Demenzkranke. Bitte kein Mitleid. Ich mache freiwillig sehr gerne und mit Begeisterung Nachtdienst und bin sehr, sehr froh darüber. Ja, weil ich das einfach sehr angenehm finde. Ich arbeite sehr gerne alleine und da ich mit wenig Schlaf auskomme, bin ich eigentlich prädestiniert dafür, im Nachtdienst zu arbeiten. Ja, was gibt es sonst zu sagen? Ja, ich bin multikreativ. Das heißt, ich mache verschiedenste Handarbeitstechniken, also stricken, häkeln, nähen, spinnen. Ja, und was mir sonst noch so unterkommt, ne? Ihr werdet heute ein bisschen was sehen. Ich habe euch einige fertige Projekte zu zeigen. Zwei auch nur noch per Videoeinspieler, weil sie schon weg sind. Ja. Fangen wir mal an. Ich habe mir einen Tee gemacht, wieder in meiner Riesentasse, die noch sehr, sehr voll ist. Oh, ich krieg sie kaum hochgehoben. Guckt euch dieses Ding an. Also passen 850 Milliliter rein. Und er ist noch sehr heiß. Ich habe mir wieder einen Yogi-Tee mit Schokogeschmack gemacht. Mit braunem Zucker drin und Hafermilch. Sehr, sehr lecker. Ja, wie gesagt, ich arbeite in einer Wohngemeinschaft für Demenzkranke. Wir haben jetzt gerade einen Corona-Ausbruch hinter uns, den wir aber alle gut überstanden haben. Also es waren bis auf eine waren alle Bewohnerinnen positiv, aber nur zwei haben leichte Symptome gehabt. Ein paar Mitarbeiter sind erkrankt, aber auch alle inzwischen wieder gesund. Also war auch nicht schwer. Ich bin verschont geblieben. Ich habe interessanterweise parallel dazu eine Erkältung gehabt. Bin also dauernd irgendwie mit Halskratzen aufgewacht. Ich habe also dann nicht nur abends vor meinem Dienst einen Test gemacht, sondern habe teilweise mittags, wenn ich ausgeschlafen hatte, direkt auch schon einen Test gemacht. Ja, einfach auch,
Ja, wenn ich mittags schon weiß, dass ich positiv bin, dann hat ja die Pflegedienstleitung bis abends noch Zeit, einen Ersatz für mich zu finden. Das ist ja, wäre ja praktischer gewesen. Aber nee, meine Tests waren also immer negativ. Ich bin verschont geblieben. Die Erkältung ist mittlerweile auch so ziemlich weg. Ja, jetzt ist es glimpflich abgegangen alles. Ja, aber es war natürlich einfach nervig, weil klar, dann läuft man da halt rum in der Nacht mit Schutzkleidung und so weiter und Schutzkleidung an, Schutzkleidung aus und so weiter. Das ist ein bisschen lästig, aber natürlich sinnvoll und ich habe das auch sehr ernst genommen und weil ich eigentlich gesagt habe, einfach gesagt habe, ich will den Scheiß nicht nochmal haben. Ich habe es ja einmal gehabt und ich wollte definitiv mich nicht anstecken und deshalb habe ich sehr konsequent auch diese Schutzmaßnahmen wahrgenommen. Da seht ihr den Schwanz von Rufus vor sich hinwedeln. Was macht ihr hier, ihr Verrückten? Ja. Was ist los, Schatz? Komm hoch. Komm hoch. Ja, komm. Oh, da seht ihr also den Rufus. Oh. Ja, jetzt. Oh. Echt jetzt? Super. Ja, klasse. Willst du dich auch mal kurz zeigen, Edgar? Da seht ihr auch den Puschel Edgar. Ja, super. Nein, das ist mein Tee, Rufus. Geh mir nicht an meinen Tee ran. Der ist auch noch viel zu heiß für dich. Der ist viel zu heiß. Ja, ist so. Süßen Mäuse hier. Ja. Da komm her. Oh, so, der Pudel, der ist ein Schoßhund. Der Rufus übrigens ist auch ein Schoßhund, aber nee, Rufus, das ist jetzt hier gerade nicht so gut. Du bleibst jetzt mal unten, gell? Es ist einfach sehr ungemütlich, wenn er auf den Schoß kommt. Das ist, er ist da sehr wild. Edgar, pass mal auf, warte, du hängst gerade in meinem Coding drin. So. Ja, was habe ich heute an? Also die Jacke, die Fließjacke, das ist eine gekaufte Fließjacke, aber ich mag die einfach sehr mit diesem Muster. Und ich habe meinen schönen, wunderbaren Coding dazu angezogen. Den habe ich ja letztes Jahr schon gestrickt aus Merino High Twist, selbst gefärbt. Und ich liebe dieses Ding einfach. Der ist so kuschelig, das ist wie eine Jacke, als wenn man eine Jacke übergezogen hat. Sehr, sehr bequem. So, Rufus, leg dich mal irgendwo hin. Edgar legt sich auch mal hin. Edgar, komm. Hier rüber. Komm. Leg dich mal hin. Hallo, mach mal deinen Popo aus der Kamera raus. Nicht so schön, wenn du deinen Popo da in die Kamera zeigst. Pudelpopo, Plüschpopo. Der ist schon so süß, der Kerl. Oh ja. Und Rufus fängt wieder an zu toben. Also das ist, wenn ihr so komische Geräusche hört, Rufus meint immer, wenn ich Video aufnehme, er müsste Halligalli machen ein bisschen. Jetzt hat er sich gerade ein Spielzeug geholt und spielt damit. Und er kann nicht leise spielen. Entschuldigung. Ja, was gibt es ansonsten Neues? Ja, es gibt ansonsten nichts Neues. Wie gesagt, ich freue mich sehr auf meinen Geburtstag übermorgen. Und ja, mein Mann wird mir einen Kuchen backen, einen Kirschkäsekuchen. Sehr leckere Kombination, den hat er vor 2 Wochen schon mal gebacken. Das Rezept hat er aus unserer Fernsehzeitung und hat er vor 2 Wochen einen Probelauf gemacht. Unseren Kindern hat der Kuchen nicht so gut geschmeckt. Das ist aber egal. Ich habe gesagt, ich will den trotzdem zu meinem Geburtstag haben. Ist ja mein Geburtstag, ne? Ja, gut. Ich will heute einfach ein bisschen langsamer machen und nicht so durchrasen wie die letzten Male. Aber ich habe auch einiges zu zeigen. Und ja, fangen wir mal mit einem Teil an. Das ist 3 in 1. Das ist ein fertiges Strickprojekt. Es ist ein Neuanschlag und es ist ein fertiges Strickprojekt. Alles in einem. Sprich, ich bin mit dem Spinnen fertig geworden. Ich habe es sofort angestrickt, als das Garn fertig war. Und das Teil ist auch schon fertig. Komplett verstrickt. Und zwar war das der Adventskalender von Steffis Wolle AT, also das ist ja ein österreichischer Wollhandel.
verlinke ich euch unten den Shop. Und das war der 2019er Adventskalender, den ich ja in einer Tauschaktion bekommen hatte. Und ich zeige euch das, das war ja ein wunderschöner Farbverlauf. Ich zeige euch das mal so. Das ging mit diesem Aprikot los und dann pink, dann wurde es blau, dann ging es ins Gelbe. Das blendet jetzt sehr. Dann wurde es wieder blau und dann Aprikot und dann endet es mit diesem wunderschönen Rot. Ja. Und was ist das? Es ist ein Kaul geworden. Ich habe den jetzt noch nicht zusammengenäht und ich werde ihn auch nicht zusammennähen, weil ich es eigentlich sehr praktisch finde, dass man ihn so quasi auch als Schal tragen kann. Ja? Aber man kann ihn auch wunderbar einfach so ineinander stecken. Jetzt fummel ich das mal. Also meine Tochter hat den heute Morgen schon beim Gassigehen getragen und fand den also sehr angenehm. Jetzt kriege ich es natürlich hier nicht gerade nicht hin. Fand den also sehr angenehm und überhaupt nicht kratzig. Das ist ja BFL, also Blueface Lester. Und das ist ja meine neue Lieblingsspinnfaser, seit ich das jetzt gesponnen habe. Es ist so toll, es spinnt sich toll und es ist weich. Da kann Merino einpacken gehen. Da kann Merino einpacken. So, also wenn man das jetzt doppelt nimmt, ist das sehr weich und ich ziehe das jetzt einfach mal an. So, wunderschöner Kaul. Ist das nicht schön? Also das Gelb jetzt oben, das ist jetzt nicht so meins, aber ich kann das ja auch noch so ein bisschen ineinander und dann habe ich hier mehr das Blau. Ne? Also das kann man, der ist sehr, oh, der ist super kuschelig und super warm. Gestrickt habe ich den mit Fünfernadeln. Also ich habe das ja gesponnen und dann Navajo verzwirnt, also oder Kettenverzwirnt, wie man es auch nennt, was ja quasi einen Dreifachfaden ergibt. Und ich habe das mit Fünfernadeln gestrickt. Der ist auch schon gewaschen und also gebadet und getrocknet. Und also ist je nachdem, worum man ihn anzieht, ne? Also ich finde es wunderschön. Und das Muster, ja, wer mich kennt, wird es schon ahnen, es ist das Minecraft-Muster, was jetzt hier eigentlich wie ein ganz normales Flechtmuster rauskommt. Strickt sich einfach toll, ist ein Mustersatz, der über 6 Maschen geht, 6 Reihen geht. Und ach, das hat sich einfach so weggestrickt, das Zeug. Das hat sehr viel Spaß gemacht und ja, meine Tochter und ich, wir haben jetzt entschieden, dass wir den gemeinsam nutzen werden. Also wenn sie mit Gassi geht, wenn sie da ist, dann darf sie ihn tragen und wenn sie nicht da ist, dann, wenn ich mit meinem Mann mit den Hunden Gassi gehe, dann darf ich den tragen. Wobei es jetzt heute Morgen schon fast zu warm dafür war, ne? Ja, also wie gesagt, ein 3-in-1 Projekt. Fertiges Spinnprojekt, fertiges neue Anstrick- und fertiges Strickprojekt. Wunderschön, also das ist von den Farben her einfach toll. Und ich finde, es sieht, ich meine, das ist nicht super gleichmäßig gesponnen und es ist durch das Navajo-Verzwirnen natürlich, ja, es sind hier, guckt mal, da seht ihr, sind einzelne dickere Stellen. Aber das macht im Gesamtgestrick überhaupt nichts aus. Und das Ding ist einfach nur wunderschön geworden. Ich bin da sehr stolz drauf. Und es ist wirklich so, die Tatsache, dass ich dieses Garn auch selbst gesponnen habe, macht dieses Ding einfach auch zu etwas ganz Besonderem, finde ich. Ja, ich freue mich da sehr drüber. Das ist was wirklich ganz Tolles. Ja, und jetzt zeige ich euch ein Video. Ein kleines Einspielervideo. Es ist nämlich noch etwas Tolles fertig geworden, nämlich die Tasche für meine Tochter. Und das zeige ich euch jetzt. Ja, ich zeige euch jetzt die tolle Tasche, die ich für meine Tochter genäht habe. Das ist eine große Umhängetasche. Die hat hier oben, also erstmal guckt euch diesen schönen Stoff an. Man könnte meinen, meine Tochter mag Hunde. Er ist ein herrlicher Stoff. Der ist, glaube ich, der Stoff von Zwergenschön. Verlinke ich euch unten. Ja,
Das ist also eine große Lasche. Da ist da eine Tasche. Zeige ich euch. Eine schöne Reißverschlüsse. Ist jetzt gerade ein bisschen schwierig, weil ich ja nur eine Hand frei habe, weil ich mit der anderen das Handy halten muss. Da ist also eine Tasche. Das ist in der Decklasche. Dann ist hier noch eine Tasche. Die ist ziemlich groß, die geht fast bis unten hin. Also eine richtig große Reißverschlusstasche. Ja, dann das Innenleben der Tasche. Die hat hier zwei Fächer und die Zwischenwand, Edgar, die Zwischenwand habe ich auch nochmal verstärkt. Also das Ganze ist Baumwollstoff verstärkt mit Volumenvlies und zwar H640, also das etwas stärkere. Und diese Zwischenwand und die Rückwand sind verstärkt damit. Das war ursprünglich fürs Notebook gedacht, dieses hintere Fach. Jetzt hat sie aber einen neuen Job und hat ein neues Arbeitsnotebook gekriegt, was da wohl nicht mehr reinpasst. Da müssen wir mal gucken. Hier ist noch mal eine Innentasche, wo zum Beispiel was weiß ich, irgendein Ladekabel oder sowas rein kann. So, dann haben wir hier noch mal, guckt mal, das ist ein kleines Gimmick, das ist so ein Aufbügelbild, weil meine Tochter ja Füchse liebt. Und das ist so ein kleiner Hingucker, ne? Ja, dann was bei meinen Taschen immer dran ist, ist hier ein kleiner Karabiner, wo sie ihren Schlüsselbund festklicken kann, dass sie den nicht suchen muss in der Tasche. So, hier ist noch mal eine große Innentasche und eine kleinere. Jetzt sieht man das? Diese kleinere ist unterteilt. Da kann man zum Beispiel Stifte und Kleinkram irgendwie reintun, ne? Ja. Und das ist das große Fach. Und die Tasche habe ich euch schon gezeigt. Dann ist auf der Rückseite auch noch mal eine kleine Reißverschlusstasche, zum Beispiel für die Bahnfahrkarte oder sowas. Also irgendwas, wo sie schnell dran kann. Ja, das ist die Tasche. Und die hat hier so Magnetverschlüsse. Seht ihr das? Edgar, du bist ein bisschen im Weg. Das habe ich auch ein bisschen verstärkt, aber ich hoffe, das reißt nicht aus. Das ist, glaube ich, ein bisschen die Schwachstelle von der Tasche. Das Gurtband, das hatte ich irgendwie fertig. Ich weiß nicht, ob ich das mal selber so zusammengenäht habe oder nicht. Das ist ziemlich lang, also kann sie die Tasche auch Crossback tragen. Hier habe ich also die D-Ringe befestigt an der Seite. Der Jeansstoff ist übrigens, das war das Schwierige an der Tasche. Das ist mir aber erst beim Nähen nach dem Zuschneiden bewusst geworden, dass das ein elastischer Stoff ist. Elastischer Jeansstoff. Also der war ursprünglich eigentlich für Bekleidung gedacht. Aber gut, dadurch, dass ich das halt dann verstärkt habe, den Innenstoff, macht es jetzt nichts aus, dass das elastisch ist, ne? Da ist das schön, das Gurtband befestigt. Das kann sie also abmachen. Und ich habe noch einen kleinen unschubladisierbar Schlüsselanhänger dran gemacht. Den kann sie entweder an der Tasche hängen lassen oder kann den an ihren Schlüssel machen, wie sie will. Das ist also, sie hatte ja im November Geburtstag und da habe ich angefangen und dann war zwischendurch längere Pause. Aber jetzt ist sie fertig und jetzt kriegt sie die und kann sie die benutzen. Eine wunderschöne Umhängetasche. Hat wirklich Spaß gemacht und ja, ich hoffe, dass sie lange, lange, lange hält. Ja, sie hat die Tasche schon in Gebrauch und ist sehr begeistert davon. Und die ist auch wirklich toll geworden. Also ich bin da auch ein kleines bisschen neidisch drauf, auf diese Tasche. Ja, das ist wirklich ein tolles Ding geworden, ne? Ja, dann machen wir mal weiter mit Socken. Ich bin ja wirklich voll im Sockenfieber im Moment. Weil ich ja doch jetzt, obwohl ich es eigentlich ganz anders geplant hatte, doch mich bemühe, bei den Zufallsocken dran zu bleiben und auch eben diese Gutscheine an meine Kolleginnen verschenkt habe für Socken. Und naja, da habe ich natürlich einiges zu tun. Aber das funktioniert. Und ich zeige euch jetzt noch ein kleines Video von ein paar Socken, was schon weitergegeben ist an meine Kolleginnen.
Ja, noch was Fertiges, was ich euch zeigen möchte, jetzt schon, weil es, bis ich den Podcast aufnehme, verschenkt ist, nämlich dieses Paar Socken. Das ist wieder für eine meiner Kolleginnen. Sechsfach Sockenwolle vom Aldi. Finde ich sehr schön, sehr hübsch gemustert. Und es ist, ihr erkennt das sicherlich schon, mein geliebtes Minecraft-Muster, verlinke ich euch unten. Mit 48 Maschen, gestrickt mit dem Sockenwunder und guckt mal da, eine Bumerangferse. Wunderbar. Ich habe mich mal wieder an die Bumerangferse gewagt. Ja, die sind schön geworden. Sehr kuschelig. Und ja, mehr gibt es zu diesen Socken eigentlich nicht zu sagen. Sie sind ziemlich synchron geworden. Irgendwie wirkt hier bei dem zweiten Knäuel das Dunkle ein bisschen anders. Jo, all die Wolle, ne? Das Witzige war, dass ich um den gleichen Musterverlauf hinkriegen musste, ein Knäuel von innen verstrickt habe und das andere Knäuel von außen. Das war irgendwie andersrum gewickelt. Sehr, sehr merkwürdig. Ja, aber sie sind schön geworden und ich denke, meine Kollegin wird sich drüber freuen. Ja, also meine Kollegin hat sich sehr über diese Socken gefreut und da habt ihr jetzt das zweite Mal das Minecraft-Muster in diesem Video gesehen. Wie gesagt, ist unten verlinkt. Es ist mein absolutes Lieblingsmuster. Ich habe das bestimmt schon, ach, ich weiß nicht wie oft, bestimmt schon 10 Mal in irgendwelchen Projekten gestrickt. Ich liebe es sehr, das Minecraft-Muster. Ich bin da echt Fan von. Und ja, die Socken sind gut angekommen und ich habe jetzt diese Aldi-Wolle auch noch mal in Blau und das wird eins der nächsten Sockenpaare sein, die ich anstricke, auch für eine Kollegin. Ja, die ließ sich gut verarbeiten, die Aldi-Wolle. Wie sie sich beim Waschen verhält, bin ich mal gespannt, was sie an Rückmeldung kriegt. Ich habe also der Kollegin empfohlen, die Socken am besten. Die hat also nicht viele Wollsachen, also nicht so, dass es sich für ein Wollwaschprogramm lohnen würde. Und ich habe ihr dann empfohlen, diese Socken dann doch besser mit der Hand zu waschen. Ist sicher, ne? Ja, dann zeige ich euch ein paar Socken, was fast fertig ist. Und zwar sind das die Zufallsocken-Challenge Februarsocken. Das ist das Muster Nachteulenfantasie von Micha Klein? Nee, der Osterstern war von Micha Klein. Die Nachteulenfantasie. Ja, ich weiß es jetzt nicht. Ich habe das Muster nämlich auf dem Tablet, mit dem ich gerade aufnehme. Deshalb kann ich da jetzt nicht gucken. Ich verlinke es euch unten, die Nachteulenfantasie. Das ist das Februarmuster. Es ist das Muster für den März ist noch nicht ausgelost. Das wird erst nächste Woche wahrscheinlich ausgelost. Und ihr werdet das bei Instagram werde ich das teilen. Und ansonsten bei der Sockenfee auf Instagram könnt ihr das auch sehen. Die lost das ja aus. Ja, aber ich zeige euch jetzt mal die Nachteulenfantasie. Größe 42 und das ist aus sechsfach Sockenwolle, die ich selbst gefärbt habe. Guckt mal, ist das nicht wunderschön? Es ist ein wunderschönes Muster und es kommt bei der Wolle super raus, finde ich. Also das passt sehr gut. Gestrickt mit dem Sockenwunder, mit dem Adi Sockenwunder, mit 56 Maschen in der Runde. Somit musste ich das Muster, weil das ist für 64 Maschen, das Muster musste ich ein bisschen anpassen, aber das hat gut funktioniert, wie ihr seht. Also ich finde es wunderschön. Die sind super kuschelig. Und die werden meiner Kollegin gut gefallen. Der zweite Socken ist auch schon um die Ecke. So nenne ich das immer, wenn die Ferse geschafft ist. Also es ist eine Herzchenferse. Das Bündchen ist eins rechts verschränkt, eins links. Herzchenferse und vorne kommt eine Bandspitze dran. Und der Fuß ist also auch schon zur Hälfte fertig. Da kommen jetzt noch 5 Mustersätze dran. Mustersatz geht immer bei 4 rein. Kommen jetzt noch 5 Mustersätze ran und dann die Spitze. Und der wird also am Wochenende fertig und wird am Montag, werde ich die der Kollegin weitergeben, für die die ist.
Das heißt, ihr werdet diese Socken nicht nochmal sehen. Seht sie einfach als fertiges Projekt an. Weil der erste ist ja schon fertig und wie gesagt, die werden jetzt am Wochenende definitiv fertig, weil ich die am Montag weitergeben möchte. Ne? Also ich finde sie wunderschön. So sieht das Garn auf dem Knäuel aus. Wie es auf dem Strang aussah, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Das habe ich irgendwie verdrängt. Ja, wie gesagt, ich stricke das mit dem Sockenwunder und lediglich die Ferse und die Spitze stricke ich mit dem Nadelspiel. Weil das ist mir, ich meine, ich habe das ja letztes Mal in der letzten Folge verlinkt gehabt, das Video von der Sylvie Rasch, wo sie das erklärt mit dem Sockenwunder. Sie strickt auch Ferse und Spitze wohl auf dem Sockenwunder oder die Spitze zum Beispiel zumindest zum größten Teil, bis es nicht mehr geht. Aber mir ist es ehrlich gesagt zu fummelig und da wechsle ich dann lieber aufs Nadelspiel. Ansonsten kann ich euch sagen, bin ich von diesem Adi-Sockenwunder sehr, sehr, sehr begeistert. Also da komme ich super mit klar und ich kann euch das zeigen. Ich habe mir das jetzt nämlich auch in 2,0. Also das ist ja das Adi-Sockenwunder in 3,0. Das passt für mich super für 6-Fach-Wolle. Und ich habe es mir jetzt auch noch in 2,0 gekauft und bin auch gerade dran, ein paar Socken damit zu stricken. Und zwar diese hier. Das ist eine Opalwolle. Und das ist jetzt tatsächlich mal eine Auftragsarbeit. Und zwar Größe Männersocken in Größe 44. Ich stricke ein kleines Muster. Das ist einfach nur über, ich glaube über 10 Maschen oder so, ja 2x5 Maschen, so eine Art Flechtmuster, man sieht es gar nicht so gut, einfach nur so ein Streifen, weil mir einfache Stinos, ah ja und rundrum ist 3 rechts, 1 links, so sieht es rundrum aus, 3 rechts, 1 links und dann eben vorne dieser Musterstreifen. Das ist sehr dezent. Ich denke, das ist für einen Mann auch gut tragbar. Und es ist einfach nicht ganz so langweilig. Und ich stricke die, wie gesagt, also die sind jetzt mit 68 Maschen. 68? Ich glaube so. Moment, ich gucke nach. Ja, nee. Also ich habe 68 Maschen angestanden, hab das, weil die sollen einen sehr langen Schaft kriegen, also bis hoch zu knapp unter das Knie gehen. Also ich werde da so mindestens 20 cm Schaft stricken. Die habe ich also 68 Maschen angestrickt und habe dann 4 Maschen. Also ich stricke ja immer, genau, jetzt fangen wir mal langsam an, ganz langsam und ruhig. Also ich habe 68 Maschen aufgestrickt. Das mache ich also jetzt nach wie vor grundsätzlich, dass ich die Maschen nicht mehr im Kreuzanschlag aufnehme, sondern aufstricke. Das ist eine ganz praktische Technik und gibt ein sehr elastisches Bündchen oben, sehr elastischen Anschlag oben, gefällt mir sehr gut. Und ich schlage immer eine Masche mehr an, als ich brauche. Also bei 68 Maschen habe ich 69 aufgestrickt und stricke dann einmal die Reihe rechts zurück. Alle Maschen, die ich aufgestrickt habe, einmal rechts zurück. Und bevor ich, wenn ich dann zur Runde schließe, ich schließe zur Runde, indem ich dann zweimal diese letzte Masche und die erste zusammenstricke. Und dann bin ich bei der Maschenanzahl, die ich brauche. Und dann habe ich 18 Reihen, 2 rechts, 2 links gestrickt. Also ohne verschränkte Maschen, einfach 2 rechts, 2 links. Und dann habe ich nochmal eine Reihe glatt rechts und in dieser Reihe glatt rechts habe ich 4 Maschen abgenommen, sodass ich also jetzt bei 64 Maschen bin. Und mit 64 Maschen stricke ich den Socken runter. Und das passt ganz gut. Und ich werde da eine verstärkte Herzchenferse machen und auch eine Bandspitze. Und eben dieser Musterstreifen und das 3 rechts, 1 links, das läuft auf dem Oberfuß weiter, unten wird glatt rechts. Ja, wie gesagt, Auftragsarbeit. Eine Kollegin möchte die ihrem Bruder zum Geburtstag schenken im Mai. Und bis dahin werde ich die fertig haben.
Das ist ein ganz tolles Garn. Das ist dieses, ist ein Opal-Aboknäuel. Ich finde, das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Männerfarbe. So, wie sagt man so schön, Männerbunt, weil es ist also dieses Grau mit Beige und dann so ein bisschen Blau drinne. Also ich finde, das eine sehr schöne, dezente Farbe und das ist auf die Weise nicht langweilig zu stricken. Macht sehr viel Spaß. Und das Tolle an diesem Adi Sockenwunder ist einfach, ja, man hat dieses dauernde Nadelwechseln ja nicht. Und dadurch strickt man natürlich einfach ein bisschen schneller. Und das finde ich sehr, sehr angenehm. So, dann zeige ich euch noch aus ein paar Socken, an denen ich weiter gestrickt habe, die aber auch noch nicht fertig sind. Und zwar sind das die Bananensocken, bei denen ich jetzt mal wieder übe, zwei Socken gleichzeitig auf einem Nadelspiel, auf einer Rundstricknadel zu stricken. Und ich kann euch sagen, ja, ich kriege es hin, es geht, aber ich empfinde es als sehr nerviges Gefummel. Und ich habe jetzt zwei solche Rippen und die werden ja die Vorderseite, jetzt muss ich überlegen, ja genau, die Vorderseite wird in vier Reihen rechts, vier Reihen links gestrickt und die Rückseite in zwei rechts, zwei links gerippt und dadurch bekommen die diese Bananenform, weil sich natürlich das zwei rechts, zwei links, das zieht sich nur seitlich zusammen, während sich eben dieses vier Reihen rechts, vier Reihen links in der Länge zusammenzieht und dadurch kriegen die diese Bananenform. Und die stricke ich ja für mich, weil ich einfach gerne selber ausprobieren möchte, wie diese Socken, diese Bananensocken am Fuß sitzen. Eine liebe Zuschauerin hat mir einen Kommentar geschrieben unter dem letzten Video, dass ihre Enkelkinder keine Bananensocken mehr haben wollen, weil die am Fuß rutschen. Da sage ich vielen Dank für diesen Hinweis. Ich werde die dennoch für mich selber fertig stricken, weil ich es einfach probieren möchte. Und wenn die wirklich auf dem Fuß rutschen und nicht taugen für in die Schuhe, dann werden das einfach wunderschöne bunte Bettsocken. Also ich freue mich da schon drauf. Die werden schön. Und ja, mal gucken, wann sie fertig werden. Aber das hat ja Zeit. Das ist ja nicht eilig. Gell? Und das ist auch eine Opal-Abo-Wolle. Und ich stricke einfach so lange, bis dieses Knäuel alle ist. Ich stricke das also einmal von innen, einmal von außen. Ich stricke das, bis das fertig ist. Und dann kommt in diesem Grün, wie das Bündchen auch ist, kommt eine Spitze dran. Und da werde ich allerdings dann die Propellerspitze machen, denke ich mal. Und ja, ich bin gespannt. Das sind sehr schöne Socken. Ja, das ist alles, woran ich an Socken technisch gearbeitet habe. Ich habe ja noch ein paar, die kann ich euch leider nicht zeigen, weil das sind wieder mal Wichtelsocken fürs Osterwichteln von unserem Hexenzirkel, von unserer letztjährigen Zufallsockengruppe. Und da habe ich ein sehr schönes Muster gefunden. In einem anderen Podcast wurde das gezeigt und habe ich sofort gucken müssen bei Reverie und es war ein kostenloses Muster. Oh, so schön. Ja, und stricke ich aus selbstgefärbter Wolle und die werden sehr schön und da werde ich euch dann nach Ostern, werdet ihr dann wieder einen kleinen Videoeinspieler sehen, wo ich euch die Socken zeige. Da habe ich also auch dran gestrickt. An den grünen Socken für die Aktion Grüne Socke habe ich nicht weiter gestrickt jetzt seit dem letzten Mal. Kommt auch noch. Sollte ich jetzt vielleicht nochmal weitermachen. Aber wie gesagt, wichtiger sind eben die grünen Socken. Wichtiger sind die Wichtelsocken, weil ich die ja im Laufe des nächsten Monats verschicken muss. Und diese Auftragsarbeit, diese Männersocken, die möchte ich auch recht bald fertig kriegen, weil ich da das Geld schon dafür bekommen habe. Und die Kollegin wollte das mir sofort bezahlen. Und dann, ja, aber da fühle ich mich dann natürlich auch so ein bisschen in der Pflicht. Das ist klar, das versteht ihr vermutlich. Ja,
Ich versuche mich zu fokussieren. Ich versuche nicht durchzurasen. Ich versuche entspannt zu sein und langsam zu machen. Ja, es fällt mir schwer, weil ich euch einfach so viel zu zeigen habe. Mein Prio-Projekt. Also, ich habe ja im letzten Mal erklärt, was Priorität hat bei mir, welches Projekt, weil ich ja so viele verschiedene Projekte auf der Nadel habe. Und ich muss sagen, Entschuldigung, jetzt muss ich gehen. Uiuiui. Ich habe nicht so gut geschlafen heute Nacht. Irgendwie sehr unruhig. Also das funktioniert mit der Priorität sehr gut. Und ich habe euch ja gesagt, Priorität bedeutet nicht, dass das super, super schnell fertig werden muss, sondern es bedeutet einfach, dass ich dieses Projekt täglich in die Hand nehme und täglich dran stricke. Und was soll ich euch sagen? Ich habe das bei meinem aktuellen Prioritätsprojekt wirklich geschafft. Ich habe es seit der letzten Folge, habe ich es jeden Tag zur Hand genommen. Ich habe jeden Tag daran gestrickt. Und zwar, der Mustersatz geht bei diesem Projekt immer über 4 Reihen. Und ich habe jeden Tag mindestens diese 4 Reihen gestrickt. Also jeden Tag mindestens einen Mustersatz. Und ihr werdet überrascht sein, weil ich habe an manchen Tagen auch mehr als diesen einen Mustersatz. Und es ist der wunderbare Quadrangle Spires. Ah, jetzt muss ich gucken und dass mir bitte keine Maschen runterfallen. Muss ich mal kurz ein bisschen ziehen. Ja, also, ihr seht, das hier ist ja die Mitte. Und jetzt guckt mal da. Ich habe die ganze erste Seite fertig. Und seht ihr da diesen kleinen süßen Pilz? Der Maschenmarkierer, der Progress Keeper. Das ganze Stück, dieses ganze Stück habe ich seit der letzten Folge fertig gestrickt. Also das ist jetzt natürlich noch nicht gewaschen, deshalb rollt sich das noch so ein bisschen ein, ne? Aber guckt doch mal, ist das nicht einfach der absolute Hammer? Ich finde das Teil so großartig. Das sieht einfach großartig aus. Und wie ihr seht, die Nadeln sind drin. Ich habe mit der zweiten Seite schon angefangen und habe da schon 2 Rippen. Laut der Anleitung sollen diese Seitenteile, ich glaube, 61 solche Musterrippen haben. Ich habe 52, weil dann war das blaue Garn alle. Und ich musste ja noch ein bisschen was übrig halten für den I-Cord. Und es ist halt wirklich gerade mal so ein bisschen von dem blauen Garn noch übrig. Ja, ich hätte vielleicht noch ein oder zwei Musterrippen schaffen können, aber es war mir einfach zu heikel. Und so habe ich jetzt für die zweite Seite noch ein bisschen Reserve. Falls ich da, was weiß ich, bisschen wegen Fadenspannung oder sowas etwas mehr Garn brauche, man weiß es ja nicht. Aber wenn man jetzt mal guckt, das ist ja die Mitte, ja, und ihr seht es, das ist also länger als meine Armspanne und insofern ist es reichlich lang genug. Und erfahrungsgemäß wird es ja, wenn ich das jetzt bade, und ich werde es also nicht blocken, sondern einfach baden und dann glatt trocknen lassen, da wird es ja auch noch mal ein bisschen länger. Aber guckt doch mal, ist das nicht. Also ich finde, das sieht so spektakulär aus, dieses Teil. Und was soll ich euch sagen? Es ist typisch Steven West. Es sieht spektakulär aus und es ist so einfach zu stricken. Wenn ihr Anfänger seid, traut euch. Das schafft ihr. Man braucht rechte, linke, rechte Maschen, linke Maschen, Hebemaschen. Eine Sorte Zunahmen, eine Sorte Abnahmen. Und das ist erklärt. Und wenn ihr die Abnahmen nicht hinkriegt, dann macht ihr einfach andere Zunahmen und Abnahmen, wie die ihr halt könnt. Also da kommt es wirklich nicht drauf an. Das kommt nur darauf an, an welcher Stelle ihr zu und abnimmt. Also es wird immer hier am Rand, wird immer in jeder Reihe eine Reihe abgenommen, eine Masche abgenommen und es wird in jeder zweiten Reihe hier vorne zugenommen. So. Und damit bleibt, das finde ich, fand ich auch sehr angenehm, die Maschenzahl bleibt eigentlich immer gleich.
Das ist einfach, der Effekt ist doch, also ich krieg mich selber gar nicht mehr ein, weil das einfach so toll ist. Das ist so unglaublich, dieses Tuch. Der Effekt ist großartig, ja. Also ich freue mich wahnsinnig drauf, das fertig zu machen. Das ist komplett aus Industriesockenwolle gemacht, und zwar ist das Dunkelblau von Supergarnecom, Aktiv Sockenwolle Uni in Nachtblau, und das andere sind, glaube ich, alles Schachenmeier Wollen. Also hauptsächlich diese hier, Schachenmeier Relax Color in Blau, und dann aber auch Reste von anderen, und es ist ja auch die Reste von dem, was ich in der Mitte verwendet habe, habe ich ja hier auch verwendet. Ja, das Projekt bleibt weiterhin Priorität. Ich werde weiterhin täglich mindestens eine Rippe machen, und zwei habe ich schon an der Seite. Das heißt, ich muss noch 50. Das heißt, in 50 Tagen, spätestens 50 Tagen ist dieses Teil fertig. Aber wie gesagt, ich werde ja den einen oder anderen Tag vielleicht auch zwei oder drei Musterrippen schaffen. Das heißt, bis Ende März ist das Ding fertig. Dann ist natürlich Frühjahr, und für dieses Jahr ist es nichts mehr. Also es wird für den Winter nichts mehr mit dem Tragen. Das macht aber nichts, weil auch im Sommer mag man mal noch ein Tuch sich um die Schultern legen. Und ja, schön, oder? Ist das nicht ein tolles Tuch? Ja, ihr seht mich total begeistert. Ja, dann habe ich noch an einem anderen Stephen West Tuch weiter gestrickt. Und zwar habe ich am Basket Weaver. Den habe ich euch ja letztes Mal gezeigt. Und ich habe letztes Mal, was ich euch gezeigt habe, das habe ich nochmal aufgeribbelt, weil mir das Strickbild nicht gefallen hat. Ich weiß es nicht mehr, hatte ich den mit 3,5 oder mit 4 gestrickt? Das weiß ich nicht mehr. Ich habe aber da auf jetzt nochmal neu angestrickt, und zwar mit Dreiernadeln, 3,0. Ich stricke den Basket Weaver Shawl, wie gesagt, auch von Stephen West, aus diesem wunderschönen Schoppel-Zauberball, den ich von meinen Kindern, da habe ich ja 4 Stück zu Weihnachten bekommen. Ob ich die 4, alle 4 für dieses Tuch brauche, ob ich mit 3 auskomme, ich weiß es noch nicht. Das werde ich sehen. Ja, ich zeige es euch jetzt mal. Oh Gott, das ist so schön. Guckt euch das doch mal an. Oh mein Gott. Also ich bin jetzt mit der Section 1 bin ich fertig. Also mit den kleinen Flechtdingern. Und jetzt geht es dann weiter. Jetzt werden diese Flechtteile ein bisschen größer. Aber bis jetzt hat das super gepasst, dass eigentlich in jedem Mustersatz hat sich die Farbe geändert. Das sieht so unglaublich toll aus. Es macht mir richtig Spaß, mit diesem Schoppelzauberball zu stricken. Das Muster macht mir sehr viel Spaß. Das wird richtig toll. Das ist der Basket Weaver Shawl von Stephen West. Ein wunderbares Teil. Ja, da freue ich mich total drüber. Jetzt muss ich mal kurz aufstehen, weil ich etwas vergessen habe bereitzulegen. So, es ist ein bisschen durcheinander hier, Leute. So, das muss ich jetzt mal hier runterholen. So, und zwar ein Neuanstrick. Und der nächste Stephen West. Also ich glaube, vielleicht sollte ich meinen Kanal umbenennen, nicht in Multikreativ, sondern in I Love Stephen West oder so. Stephen West Fanportal. Ich weiß, ich gebe es einfach zu, ich bin ein Riesenfan von seinen Mustern. So. Und alle, die es hassen, Fäden zu vernähen, die können jetzt mal weggucken, weil das ist kein Projekt für euch. Da werde ich viele Fäden zu vernähen haben. Und zwar
Habe ich ja zu Weihnachten das Buch Painting Shawls von Stephen West geschenkt bekommen. Ich liebe das Buch und ich habe jetzt das erste Projekt daraus angeschlagen. Da habe ich euch das letzte Mal die Wolle gezeigt, die ich dafür gefärbt habe, und ich habe angefangen. Und zwar den Painting Honeycombs mit den Little Honeycombs. Achtung, Achtung, Farbflash. Das schön oder ist das schön? Das ist nicht der absolute Hammer, aber ihr seht die Fäden. Ja, man hat natürlich reichlich Fäden zu vernähen, ne? Also den grauen Faden, den führe ich natürlich selbstverständlich immer mit, aber die bunten Fäden, ja, da werde ich jedes Mal, die werde ich immer verwehen. Er sagt ja immer, man soll diese Fäden immer gleich in der Reihe einweben. Manchmal denke ich dran, meistens denke ich nicht dran. Ich bin auch nicht so begeistert von dieser Methode. Und zwar aus dem einfachen Grund: Wenn ich Fäden vernähe, dann vernähe ich immer ein paar Maschen in die eine Richtung, gehe dann nochmal zurück und verwebe nochmal ein paar Stiche wieder zurück. Was bedeutet, wenn ich das so nach seiner Methode einwebe? Ich muss sowieso jeden Faden nochmal in eine Nadel einfädeln, um dann diese paar Stiche zurückzumachen. Und das ist übrigens jetzt die Rückseite, die auch ziemlich cool aussieht, ne? Da hat man halt dann diese Spannfäden über diese Hebemaschen. Aber es sieht auch nicht schlecht aus. Das ist auch gar nicht mal so hässlich, ne? Aber natürlich von vorne sieht das richtig toll aus. Also ich freue mich total darauf. Das wird ein super Regenbogenprojekt. Und ich finde das toll, wie diese Farben rauskommen mit diesem Semi-Solid-Grau da. Wunder, wunderschön, ja. Also das macht mir richtig Freude. Aber hat keine Priorität. Und deshalb wächst es langsam. Da stricke ich ab und zu mal stricke ich so einen Mustersatz dran. Und irgendwann wird es Priorität haben. Aber da sind noch andere Sachen davor. Ja, das sind, glaube ich, die Stricksachen. Ach nee, ich habe noch eine Stricksache, an der ich auch gearbeitet habe. Auch ein Tuch und, oh Wunder, es ist kein Stephen West-Tuch. Ja, ich stricke auch manchmal Sachen von anderen Designern. Selten, aber es kommt vor. Es ist der sogenannte V-Shawl oder V-Shawl von Chris Berlin, den ich euch ja schon gezeigt habe und beim letzten Mal war ich noch im ersten Teil und ich bin jetzt im zweiten Teil. Und jetzt muss ich mal kurz gucken, das sortieren. So, das ist alles ein Geburt. Also ich habe den ja die ganze Zeit jetzt als Autoprojekt gehabt und nach dieser Woche habe ich jetzt entschieden, nein, der taugt nicht mehr als Autoprojekt, weil mit diesen zwei Fäden da dran ist es einfach ein Gewurstel. Also dieses ist der erste Teil. So, genau. Ihr seht, da ist der große blaue Zacken und der rote Zacken. Und jetzt geht es in die andere Richtung. Jetzt ist unten der blaue Zacken und oben kommt der rote. Also das hier wird so quasi die Mitte sein. Und das wird also nicht riesig, das Tuch, aber das wird groß genug, ne? Also so, dass man sich das schön einmal so rum machen kann und ich finde es sehr gut. Es ist halt ein sehr großer Latz, aber vielleicht drehe ich es dann irgendwie so ein, so ein bisschen. Mal gucken. Also ich mag es auf jeden Fall von der Form her, finde ich sehr interessant. Wie gesagt, es ist ein bisschen langweilig, weil es sind wirklich nur rechte Maschen hin und her und man nimmt halt in der einen Reihe eine Reihe strickt man ganz normal und in einer Reihe wird halt jetzt hier auf der roten Seite eine Masche zugenommen und auf der blauen Seite eine Masche abgenommen. Dann überkreuzt man an der Nahtstelle immer die Fäden und ich finde, das habe ich, ich zeige euch das jetzt mal, dass ich das doch sehr schön ordentlich gemacht habe, ne? Also es hat keine Löcher oder so gegeben und es ist auch von vorne eine sehr, sehr saubere Kante geworden. Gefällt mir sehr gut. Ich finde es toll.
Zum Garn, es ist beides Sockenwolle und es ist das Blaue, ist der Strang von der Frau Faserschmiedin, den ich gewonnen habe. Und das Rot-Grüne ist ein Strang, den ich von Rosi geschenkt bekommen habe. Der ist von Ätherische Öle und mehr. Ich finde, ja, Rosi hat mir gesagt, sie mag die Farbkombination nicht. Ja, sie muss es nicht tragen. Ich finde die Farbkombination sehr cool. Gerade weil das zwei Garne sind, die man so auf den ersten, die auf den ersten Blick so gar nicht irgendwie zusammenpassen. Aber mir gefällt es sehr, sehr gut. Jo, hat auch keine Priorität, aber wächst so ein bisschen. Immer mal so ein paar Reihen mache ich da dran und irgendwann wird es fertig werden. Definitiv auch nicht mehr. Wobei es wäre natürlich einfach, weil es halt so klein ist, doch ein sehr gutes Tuch jetzt für Frühjahr. Fürs Frühjahr, naja, mal gucken, wann er fertig wird. Wenn er fertig ist, ist er fertig und wenn nicht, dann nicht. Das ist ganz einfach so. Jetzt schmeiße ich das mal da oben hin. Das schmeiße ich auch wieder da oben hin. Ja. So, gut. Jetzt habe ich irgendwelche Flusen im Gesicht. Jetzt trinke ich mal noch ein Schlückchen Tee. Prost, Prost. Sind übrigens die Einhörner. Die fliegenden Einhörner. Ich habe mir letztens Tee gemacht und der ist mir kalt geworden. Und dann habe ich den in der Mikrowelle warm gemacht und habe das so beobachtet. Aber leider ist diese Tasse nicht passend für die Mikrowelle, weil meine Mikrowelle dreht sich in die falsche Richtung. Meine Einhörner sind in der Mikrowelle rückwärts geflogen. Das war ein sehr lustiger Effekt. Es wäre schön gewesen, wenn die vorwärts geflogen hätten. Geflogen hätten. Ui, was in Deutsch geflogen wären. Aber sie sind rückwärts geflogen. Aber es sind ja auch Einhörner. Warum sollten die nicht rückwärts fliegen können? Also in meiner Mikrowelle können sie rückwärts fliegen. Ja. Das war eigentlich alles, was ich gestrickt habe, ja. Mit Gestricktem sind wir jetzt durch. Aber ich erzähle euch jetzt, bevor wir die anderen Sachen machen, erzähle ich euch noch ein bisschen über meine Strickpläne. Die Folge heißt Sag niemals nie. Das hat einen Grund. Weil ihr in dieser Folge ja ein paar Sachen seht, von denen ich letztes Jahr noch gesagt habe, das mache ich nie wieder. Oder das werde ich nie tun oder nie wieder oder so. Mach's trotzdem. Also zum Beispiel, ihr habt ja vorhin bei den Minecraft-Socken, die schon verschenkt sind, in dem Videoeinspieler gesehen, dass ich eine Bumerang-Ferse gestrickt habe. Da habe ich letztes Jahr auch gesagt, mache ich nie wieder. Ich will die nicht, ich mag die nicht. Die liebe Nicole aus unserer WhatsApp-Gruppe hat netterweise für mich und meine Tochter einen Mini-Workshop gemacht. Wir haben uns dann einen Abend per Skype zusammengesetzt und dann hat sie uns das nochmal erklärt mit der Bumerangferse, und zwar die Bumerangferse mit Spickel, ohne Zwischenrunden. Das war mir wichtig, weil ich mit den Zwischenrunden, das gefällt mir optisch überhaupt nicht. Und ja, ich fand das dann gar nicht mehr so schlimm, diese Bumerangferse, und werde da sicherlich in mein normales Repertoire übernehmen. Das heißt aber nicht, dass ich die jetzt immer stricke, sondern ich liebe ja nach wie vor meine Herzchenferse auch noch. Aber warum nicht auch ab und zu mal die Bumerangferse? Also das ist das eine, sagt niemals nie. Dann gibt es zwei Dinge, die ich plane, wo ich auch gesagt habe, nie. Nie, nie, nie. Das eine ist, dass ich tatsächlich plane, demnächst ein paar Socken zu stricken, Toe-Up. Habe ich letztes Jahr gesagt, mache ich nie wieder, weil ich es ja einmal gemacht habe, war doof. Das hing aber unter anderem ja auch mit der Bumerang-Ferse zusammen, dass mich das so gestört hat. Und ich habe, die habe ich euch vor einigen Folgen gezeigt, die hatte ich aus dem Wolltaxi, diese Schoppelwolle, Sockenwolle, dieses Socken-UFO,
wo zwei Fäden parallel, das war also irgendwie zweifädig gefärbt. Und da möchte ich mir ein paar Socken stricken und möchte die Tour abstricken mit einem langen Schaft und so, dass ich dieses Garn quasi aufbrauche. Und da werde ich dann auch eine andersfarbige Bumerangferse machen. Das ist so der Gedanke jetzt. Das plane ich. Und dann, und deshalb habe ich diesen angezogen, mein Colding, den ich sehr, sehr, sehr liebe. Und da habe ich ja auch letztes Jahr gesagt, den stricke ich nicht nochmal. Nein, ich habe noch nicht angestrickt. Aber ich plane. Ich plane, mir einen zweiten Colding zu stricken. Und zwar so wie diesen aus Merino High Twist. Allerdings aus dem 300er Merino High Twist. Das heißt, er wird ein bisschen dicker. Ich werde die gleiche Maschenanzahl nehmen. Also der wird noch ein bisschen größer. Das ist aber in Ordnung für mich. Also er wird etwas größer, aber auf jeden Fall dicker und kuscheliger. Was aber definitiv ist, ich werde ihn mit einem I-Cord anschlagen. Er bekommt Ränder I-Cord und er wird mit I-Cord abgekettet, also rundherum I-Cord, weil ich das einfach liebe. Und er wird keine Löcher am Rand bekommen. Die werde ich mir bei der zweiten Version sparen. Farblich wird er hell aprikofarben mit braunen Speckles werden. Ist jetzt so meine Vorstellung. Schauen wir mal, wie das wird. Ob ich das so gefärbt kriege. Ich habe mir nämlich Sockenwolle zum, ich habe mir nämlich Wolle zum Färben bestellt und werde wahrscheinlich nächste Woche Wolle färben. 5 Stränge Merino High Twist 300 habe ich mir bestellt für ein Tuch und wusste erst nicht wofür, aber nachdem mir dann diese Farbidee gekommen ist, war mir klar, okay, das wird ein Colding. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, aber das wird lange gehen, bis der fertig gestrickt ist. Dann, da muss ich mich ja nicht beeilen mit. Und dann habe ich einiges an Sockenwolle. An normaler Vierfachsockenwolle. Ich habe ein paar Stränge Sechsfachsockenwolle mir bestellt zum Färben. Und ich habe 2 Stränge graues Garn bestellt zum Färben. Hat super Garn, die kommen relativ neu im Programm. Das hat so ein ganz relativ helles Grau, was man aber wunderbar noch mit bunten Farben überfärben kann. Und ich stelle mir da tolle Effekte vor. Da bin ich sehr gespannt drauf. Freue ich mich schon drauf, ja. Ich muss jetzt gerade eine kleine Pause machen, weil der Speicher vom Tablet war voll und ich musste das bisher aufgenommene mal eben auf den Laptop rüberschaufeln. Ja, meine Strickpläne. Also den einen wisst ihr ja schon, dass ich einen zweiten Colding stricken möchte. Dann habe ich ja noch den Wolle für den Brioche Shoreline Shawl von Steven West. Ja, und dann hat der liebe Steven ein neues E-Book rausgebracht. Und zwar Modular Knitted Shawls oder so ähnlich. Ich verlinke es euch unten. Wenn ihr euch dieses E-Book jetzt im Februar noch kauft, bekommt ihr es etwas günstiger. Und mit diesem E-Book, wenn ihr euch das kauft, bekommt ihr direkt schon das erste Schalmuster und dann bekommt ihr bis Ende August noch weitere 9 Muster, Anleitungen für Schals. Es ist also alles in diesem E-Book enthalten. Der erste ist schon draußen und ja, es war ein bisschen lustig. Ich habe dann meinem Mann gesagt, also ich zeige euch das Foto schon mal. Guckt euch den mal an. Das ist der Fragmentation Shawl. Ist es nicht der absolute Hammer? Ich bin so begeistert von diesem Teil. Es sieht so cool aus. Da seht ihr noch mein Bild. Es sieht so cool aus, das Teil. Ja. Es war also sehr lustig. Ich habe also mit mir selber gekämpft,
weil ich ja genug Pläne habe und genug Sachen noch in Planung habe. Aber das hat mich natürlich total angefixt und oh, dieses E-Book, ja. Dann sage ich die Tage zu meinem Mann, dass ich einen sehr schweren inneren Konflikt habe, weil mein inneres Kind die ganze Zeit schreit, ich will, ich will, ich will, ich will, während mein erwachsenes Ich Argumente aufzählt, warum es unnötig und unvernünftig ist, dieses E-Book zu kaufen. Die Antwort von meinem Mann war nur, wie, du hast ein erwachsenes Ich? Seit wann das denn? Ja, ich habe dann nur zu ihm gesagt, ja, siehst du, nach 32 Jahren, fast 32 Jahren Ehe, lernst du dann doch noch was Neues von mir. Also er hat das sehr angezweifelt, dass ich ein erwachsenes Ich habe. Ja, was soll ich euch sagen? Das innere Kind hat natürlich gewonnen, das hat seinen Willen bekommen. Ich habe mir das E-Book gekauft. Und ich werde diesen Fragmentation Shawl stricken. Allerdings nicht, wahrscheinlich nicht aus 7 Farben, sondern nur aus 4 verschiedenen Farben. Das Schöne ist, bei dem E-Book bekommt man, da sind in diesem PDF ist eine Seite, die man sich einzeln ausdrucken kann, wo man dann einfach mit Stiften sich das anmalen kann, wie man diese Farben aufteilen will. Ich zeige euch jetzt mal, ist ein bisschen durcheinander jetzt heute. Bei den Neuzugängen, ich zeige euch nachher ja auch noch, was ich gekauft habe. So, und ich habe 2 wunderschöne Stränge geschenkt bekommen von der lieben Steffi aus unserer WhatsApp-Gruppe. Die findet ihr bei Instagram unter Queen of Hearts. Ja, kann ich euch unten in das rein, vielleicht schreibe ich es euch unten rein. Queen of Hearts. Wenn ihr Queen of Hearts bei Instagram eingibt, findet ihr sie. Sie ist also eine wunderbare Wollfärberin. Und sie hatte 2 Stränge gefärbt, die wohl nicht ganz so geworden sind, wie sie es geplant hatte. Und als sie dann irgendwie schrieb, sie wüsste noch nicht, was sie damit macht. Und dann habe ich gesagt, mir geben. Und ich hatte ja für ihre Tochter den Pinguino gestrickt. Und sie meinte dann gleich, das wäre doch die Gelegenheit, sich da zu revanchieren. Und da habe ich gesagt, ja, so war das nicht gemeint. Also ich hätte die auch gekauft, diese 2 Stränge. Aber netterweise hat sie mir geschenkt und guckt euch die mal an. Also den einen hatte ich schon offen, den mache ich auch gleich nochmal auf. Guckt euch das mal an, ist das nicht wunderschön? Oh, und sowas nennt sich dann Fehlfärbung. Gibt's doch gar nicht, oder? Ist das nicht ein Träumchen? Und ich mach mal einen Strang auf. Guck doch mal, wie schön das ist. Also ich bin total begeistert davon. Das ist ganz normal Sockenwolle, auch von Supergarnecom. Wie gesagt, Queen of Hearts hat den gefärbt. Ich finde es wunderschön. Das sind, wie gesagt, 2 Stränge. Und also ich bin ja mittlerweile komplett unempfindlich mit Sockenwolle am Hals. Deshalb war mir sofort klar, da draußen wird ein Tuch. Und ich habe ja wie gesagt Wolle zum Färben da, auch ganz normale Sockenwolle, eben genau diese Qualität. Und die werde ich mir passend dazu, werde ich mir einfarbige Stränge stricken, färben. Und zwar stelle ich mir vor, einen Strang werde ich weiß lassen. Ein Strang wird so aprikofarben. So ein bisschen, ich hab so eine Farbe, das nennt sich Peach Blush oder so ähnlich von der Webetante. Damit werde ich den einen Strang färben und ein Strang wird in Schokobraun. So, damit habe ich 4 Farben. Ich habe hier von 2 Strängen und von den anderen jeweils einen. Und man braucht so knapp 2000 Meter, 1900 Meter, also das braucht man insgesamt. Und mit 5 Strängen habe ich 2000 Meter, also damit sollte ich das dann gestrickt bekommen. Und dieses Ausmalblatt ist ganz praktisch, weil ich mir dann überlegen kann, wie ich diese Farben einteile. Ja, das wird schön. Das wird ein tolles Tuch. Das wird wieder so spektakulär. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und ich freue mich. Also, liebe Steffi, vielen Dank nochmal für diese wunderschönen Stränge. Ja, das wird sehr, sehr schön. Das wird richtig schön. Wunderbar. Was habe ich noch geplant?
Ja, genau. Ich habe einen Geburtstagsanstrich geplant und dieser Geburtstagsanstrich wird, ich knistert jetzt mal kurz ein bisschen, der Geburtstagsanstrich wird, oh Wunder, kein Tuch und es wird auch nichts von Steven West, sondern es wird ein Pullover für mich und ich kriege die Tüte krass nicht auf. Das ist, wenn man in Plastiktüten Knoten macht, das ist immer nicht so einfach, das aufzukriegen. Jetzt kommt so. Und zwar hatte ich euch ja, ich muss kurz was trinken, irgendwie habe ich gerade so einen Hustenreiz. Ja, jetzt wird es besser. Ich hatte euch ja im Dezember, glaube ich, gezeigt, da hatte ich ja einen ganzen Kasten voll Wolle von einer lieben Dogdance-Freundin geschenkt bekommen, zugeschickt bekommen. Und da war ja einiges Tolle dabei und da war unter anderem auch diese wunderschöne petrolfarbene Wolle dabei. Und zwar ist das von Wolle Rödel Oslo 100% Schurwolle mit 100 Metern auf 50 Gramm. Wunderschön, ne? Und da war ja noch dabei anderthalb Knäule so etwa von diesem wunderschönen blauen. Das ist ein bisschen was anderes. Das ist Merino 85. Weiß nicht. Also ich stelle mir das schon vor, schön vor, das zu kombinieren. Ich bin aber noch nicht hundertprozentig sicher. Ich habe 10 Knäule hiervon. Also ich habe 500 Gramm. Das sollte eigentlich reichen. Was stricke ich mir daraus? Ich stricke mir daraus einen Flex von Tin Chemnitz. Verlinke ich euch unten. Dieser Flex ist ein sehr beliebtes Muster. Geht nicht, es wird nicht ganz so arg gehypt wie der Ranunculus, aber irgendwie hört man überall Flex, Flex, Flex. Den stricken also ganz viele. Ich habe zunächst mal gedacht, was soll da dran besonders sein? Kann ja einen ganz normalen Raglano stricken. Aber nee, der ist doch schon ein bisschen anders. Also der hat so eine Kraus-Rechts-Streifen hat er hier von der Schulter auf den Arm. Also ist schon interessant, ja. Den werde ich mir daraus stricken. Und es gibt, wenn man den anstrickt, es gibt die Option, dass man eben einen Anschlag macht und direkt das Halsbündchen strickt und dann eben den Pullover weiter. Oder man kann auch anschlagen und später erst Maschen aufnehmen und das Bündchen stricken. Und letzteres werde ich tun. Ich werde ihn also erstmal ohne Bündchen stricken. Werde also so weit stricken, bis ich die Ärmel abgetrennt habe. Dann werde ich die Ärmel stricken und auch da noch keine Bündchen dran stricken, sondern das einfach erstmal offen lassen. Das werde ich dann die Maschen stilllegen einfach. Dann werde ich den Körper runterstricken und je nachdem, wie ich mit dem Garn auskomme, werde ich entweder Bündchen aus dem Petrol stricken, dann ist es ein komplett einfarbiger Pullover und wenn mir das Garn knapp wird, dann bekommt dieser petrolfarbene Pulli halt oben und unten und an den Ärmeln blaue Bündchen. Stelle ich mir auch ganz nett vor. Also auf jeden Fall wird es ein Pullover für mich und ich werde ihn stricken mit, ich habe eigentlich die Stricknadeln schon bereitgelegt, weil ich habe schon eine Maschenprobe gemacht. Und jetzt weiß ich es nicht mehr. Aber ich glaube, mit 4,5er Nadeln. Mit 4,5er. Nadelstärke 4,5. Also ich habe die Maschenprobe gemacht. Ich habe die Maschenprobe aber auch direkt wieder aufgezogen. Weil, wie gesagt, ich weiß ja nicht, wie ich mit dem Garn auskomme. Und da werden wir einfach mal schauen. Ja, das ist die Planung. Habe ich sonst noch was geplant? Naja, ich habe genug andere Projekte, ne? Das heißt also, zwei Tücher sind neu in Planung, drei Tücher im Grunde genommen, also der Fragmentation Shawl, der Colding und der Brea Shawline Shawl von Steven West. Da habe ich ja eben das Garn auch schon dafür. Dann habe ich ja auch Garn da liegen für einen weiteren Ranunculus.
Ja. Reichlich. Reichlich, reichlich. Also gestrickt wird weiter. Ich werde stricken nicht aufgeben, sobald. Nee. Dann, ach ja, Spinnen. Machen wir mal mit dem Spinnen weiter, genau. Nachdem also das BFL, das eine Projekt abgeschlossen ist, habe ich ja noch das andere BFL-Projekt, da bin ich auch dran. Des Weiteren habe ich hier nochmal 100 Gramm von einer Faser, wo ich nicht weiß, was es ist. Es könnte aber durchaus Merino sein, aber guckt mal, wie wunderschön. Das war so ein Ball. Und ich habe also angefangen, das zu spinnen und das gibt ein sehr, sehr hübsches Garn. Also es ist noch nicht verzwirnt, das ist noch, ich habe da erst angefangen und ich habe was ganz Praktisches entdeckt. Das war eigentlich mehr oder weniger Zufall, aber das ist richtig gut. Ich habe nämlich diesen Ball einfach in so einer ganz stinknormalen Stofftasche, so ein Stoffbeutel. Keine Ahnung, was ist das? Bioregional ist erste Wahl. Ja, wunderbar. Passt ja irgendwie. So, und wenn ich spinne, dann hänge ich mir diesen Beutel einfach über den Arm. Und spinne vor mich hin. Ne? Also das ist, nennt man das jetzt einen Taschenrocken? Also ich finde das sehr praktisch. Ich habe das noch nirgendwo gesehen, aber ich bin mit Sicherheit nicht die Erste, die auf so eine Idee gekommen ist. Ne? Aber irgendwie passt das, ist das sehr praktisch, weil ich mir so das nicht auseinanderrupfen muss, weil das ist schon schön vorgezogen, das lässt sich wunderbar so verspinnen. Ich spinne jetzt auch nicht großartig weiter, aber ihr habt jetzt gesehen, ich kann es. Jetzt nur mal so ein bisschen. Ich kann nicht gut spinnen im Sitzen. Also ihr seht, es geht, aber da ist einfach so wenig Platz. Na, wo habe ich jetzt die Kerbe? Da ist die Kerbe. Also ihr seht hier, diese Stoffklammern, die verwende ich ganz viel, unter anderem auch damit, dieses mir jetzt zu sichern, dass mir das nicht sich wieder aufdreht und dass mir der Drall nicht in die Faser reingeht. Ja, die Sache ist ja die, wenn ich jetzt spinne und ich habe ja nur von da, wo mein Arm oben ist, bis unten, so lang kann ich eben den Faden nennen und dann muss ich erst wieder aufdrehen. Und das ist natürlich logisch, wenn ich stehe, ist diese Entfernung von der Hand zum Boden natürlich viel länger, als wenn ich sitze. Und deshalb geht das dann irgendwie schneller. Also ich empfinde es besser. Ich spinne einfach lieber im Stehen. Nicht im Sitzen. Ja, das ist also auch ein neues Spinnprojekt und ich finde das mit der Tasche sehr praktisch. Bin ich zufällig drauf gekommen. Ich bin mit Sicherheit, wie gesagt, nicht die Erste, die diese Idee hatte, aber ich finde die Idee gut. Ich mag die Idee. Also gesponnen wird auch nicht mehr jeden Tag, aber da sollte ich auch wieder jeden Tag eigentlich mal dran. Ja, dann habe ich ein weiteres Projekt und zwar habe ich endlich angefangen, mein Aquarium zu häkeln. Und ich fange an mit dem hier. Ihr erkennt es vielleicht schon, was es mal werden soll. Es wird ein Seepferd. Ist es nicht schön? Ja. Das ist eine Anleitung von Dine Gurumi. Verlinke ich euch unten die Seite. Traumhafte Anleitung. Wunderschöne, also nicht nur Meerestiere, die haben also auch ganz niedliche Sachen, die haben ganz tolle, die Drachen von denen wunderschön, verschiedene Tiere, verschiedene Figuren, und was ich sagen muss, es sind wirklich, ich habe ja letztes Jahr den Biber gehäkelt nach einer Anleitung von Dine Gurumi und es sind die besten Häkelanleitungen, die ich kenne. Die sind wirklich, wirklich richtig gut. Und es ist so liebevoll, ja, und teilweise auch sehr aufwendig gemacht. Also wenn ihr hier seht, da seht ihr immer so ein bisschen so Rippen. Das sind so alle paar Reihen, da hat man dann nur ins hintere Maschenglied gestochen. Und jetzt, das habe ich jetzt hier unten schon gemacht, guckt man da, in diese Rillen werden jetzt quer
Rillen gehäkelt. Das wird jetzt noch ein übles Gefummel. Aber das Endergebnis ist einfach so schön, dass es sich lohnt. Und es eilt ja auch nicht und ich muss ja nicht mit heißer Nadel hier irgendwas häkeln, sondern es dauert halt so lange, wie es dauert. Aber es ist wunderschön, ne? Da kommen dann noch ein paar Korallen dazu und ein bisschen Seegras und so. Wunderschön. Ja, ist viel zu tun, aber ich freue mich da total drauf. Dann noch etwas. Ich habe es ja schon mal erwähnt. Ich liebe Kreuzstich. Ich habe also vor Jahren relativ viel Kreuzstich gemacht. Aber was heißt relativ viel? Nee, so viel auch nicht. Aber da war das so mein Hobby. Und wenn ich Garn gearbeitet habe, habe ich auch Kreuzstich gemacht. Und es war mir lange so im Hinterkopf, oh, ich möchte das mal wieder machen. Und dann habe ich im letzten Jahr mal, das habe ich euch noch nicht gezeigt, hatte ich euch, glaube ich, nicht gezeigt, hatte ich bei Boutinette etwas Wunderschönes gefunden, nämlich, also meine Tochter liebt ja Füchse. Und ich habe dieses wunderschöne Lesezeichen gefunden. Als Stickbild bei Boutinette. Seht ihr das? Also es sind zwei verschiedene Bilder und es sind so kleine Füchse im Bücherregal. Lesende Füchse im Bücherregal. So niedlich. Jetzt ist es so, dass meine Tochter schon gesagt hat, nee, Lesezeichen braucht sie nicht. Also das heißt, ich werde diese beiden Bilder sticken und werde es einfach irgendwie als in einen Wandquilt integrieren. Wie auch immer. Und ich habe also schon angefangen, man sieht noch nicht viel, aber ihr seht es, so sieht es jetzt aus. Ja, es ist wirklich, also es geht sehr, sehr, sehr langsam voran. Sehr, sehr langsam. Und man muss natürlich, also hier ist ja auch dieses Zählmuster. Euch das an. Also hier habe ich angefangen. Ich streiche dann immer mit Bleistift ab, was ich schon habe, was ich geschafft habe. Ja. Und da sind halt, das ist so ein Stickset, da sind also die ganzen, der Stoff war dabei, ist eine Nadel dabei und da sind die ganzen Fäden. Und das wird also mit zwei Fäden, diese Fäden sind sechsfach und da muss man dann immer zwei abtrennen. Und damit stickt man dann. Den Stickring, den hatte ich noch da. Da habe ich einige von da, von früher noch. Ja. Also das geht auch sehr langsam vorwärts, weil vor allen Dingen auch ich das nur bei sehr gutem Licht machen kann und wenn meine Augen fit sind. Ich weiß es nicht, ob andere Brillenträger das auch haben, aber bei mir ist meine Sehkraft doch sehr tagesabhängig. Also wenn ich sehr müde bin oder sowas, dann habe ich echt manchmal Probleme mit dem Gucken. Und wenn ich relativ fit bin, dann funktioniert das auch. Und wenn ich dann gutes Licht habe, dann kann ich daran noch arbeiten. Aber es gibt auch Tage, da verschwimmt es irgendwie so vor meinen Augen. Da kann ich also sowas, so ein Gefummele da nicht machen. Aber es macht viel Spaß und ich mag einfach die Art, wie so gestickte Bilder aussehen. Ja, es ist auch wieder nur so ein Dekokram, ne? Aber ja. Und da machen wir, weil wir gerade beim Sticken sind, zeige ich euch was, weil ich habe bei Boutinette was bestellt. Und das heißt, wenn die Füchse fertig sind, geht es direkt weiter mit diesen wunderschönen strickenden Hühnern. Ist das nicht der absolute Hammer? Strickende Hühner. Und auch das werde ich also nicht so im Bilderrahmen, sondern das wird in einen, werde ich irgendwie in einen Wandquilt integrieren, weil ich bei Boutinette nämlich noch dazu passenden Stoff bestellt habe. Nämlich war das ein Quiltset. Also diese Quiltpakete bei Boutinette, das sind ja immer 7 Stoffe. Und ich glaube, das sind so 70 mal 30 cm oder so. Also ich guck mal, so groß sind diese Stoffstücke. Ne? Und da sind 7 Stück und das kostet so um die 10 Euro, so ein Quiltpaket. Und man kann also, wenn man, ich glaube, 4 so Quiltpakete, da kann man dann wirklich einen großen Quilt draus machen. Und die sind halt farblich aufeinander abgestimmt. So, und ihr guckt mal, das ist also zum einen mal dieser Stoff, so mit Handarbeits-
Utensilien drauf, Kurzwaren, wie man nennt, ein bisschen Wolle ist auch drauf. Dann diese wunderschönen strickenden Hühner. Das ist also einmal beide Stoffe, einmal mit weißer Grundfarbe und beide Stoffe auch nochmal in Grau. Wobei da der eine Stoff ein bisschen dunkler ist. Ihr seht, das ist grau und da ist auch nochmal grau. Das ist ein bisschen schade, aber gut, es passt trotzdem. Also auch wenn der eine ein bisschen dunkler ist. Ihr seht, das sieht man hier jetzt gar nicht so. So. Und dann waren noch Beistoffe dran, nämlich zum einen dieses schöne Senf mit Herzchen drauf, gefällt mir sehr gut. Und zwei einfarbige Stoffe, nämlich Senf und Rot. Und das Schöne ist, dass sie nicht so normal einfarbig sind, sondern so wolkig. Und das ist ja dieser Moire-Stoff oder so heißt die Reihe. Das gibt es beim Boutinette in ganz, ganz vielen Farben. Der ist also nicht durchgefärbt. Nicht ganz. Ihr seht also auf der Rückseite ist das Rot so ganz hell. Aber das ist ein ganz, ganz tolles Material. Also ich arbeite mit diesen Stoffen total gern. Gibt es in ganz vielen verschiedenen Farben. Und ich mag das halt, wie gesagt, gern. Also beim Wollefärben würde man sagen, das ist semi-solid. Ne? Ihr seht, dass es so ein bisschen wolkig ist. Bei dem Senfgelb sieht man das besser. Beim Rot sieht man es nicht ganz so deutlich, aber auch ein bisschen. Ich mag das gerne. Da kann man schön mitarbeiten mit diesen Stoffen. Und wie gesagt, qualitativ. Also ich mag die Stoffe von Butinette sehr gerne. Ich arbeite sehr gerne mit den Stoffen. Gibt genug Quilter, die sagen, Butinette-Stoffe und Billigkram und sowas. Aber ja, wisst ihr, die ursprünglich das Patchwork erfunden haben, die haben nur mit Resten und mit quasi, ja, mit Resten vom Kleidernähen und mit kaputten, die haben halt Kleider, die nicht mehr zu flicken waren, die haben sie dann noch zu Decken verarbeitet und haben halt, weil der Mensch nun mal kreativ ist, haben sie das nicht einfach irgendwie aneinander genäht, sondern haben sich wunderschöne Muster ausgedacht. Aber so ist Patchwork entstanden. Patchwork ist eine Upcycling-Technik. Und ich glaube, diese Erfinderinnen vom Patchwork, wenn die das mitkriegen, dass sie mitkriegen von oben von ihren Wolken aus, wo sie sitzen auf der Himmelswiese, dass wir hier teure Stoffe kaufen und die zerschneiden in kleine Stückchen, um daraus Decken zu machen. Ich glaube, die schlagen die Hände über dem Kopf zusammen und können das wahrscheinlich nicht fassen, dass wir sowas tun. Aber gut, es ist mittlerweile halt keine Notwendigkeit mehr, sondern es ist eigentlich eine Kunstform. Hat ja auch ihre Berechtigung, will ich auch gar nichts dagegen sagen, aber für mich ist es halt in erster Linie immer noch irgendwie, also dieser Upcycling-Gedanke und dieser Resteverwertungsgedanke ist für mich ganz wichtig. Und da sind wir auch bei dem nächsten, wo ich gerade dran bin. Das zeige ich euch jetzt aber nicht, weil das ist optisch nicht viel, macht das nicht viel her. Das ist einfach nur eine Arbeit, eine arge Fummelsarbeit. Ich habe ja sehr viele Stoffreste gesammelt. Und ich bin jetzt gerade dabei, die ein bisschen auszusortieren. Und zwar entsorge ich alle Stoffe, die mir nicht gefallen, die ich nur aufgehoben habe, weil man da noch mal was draus machen könnte. Also so ein bisschen dieser Gedanke, ein Stoff, der mich nicht glücklich macht, den schmeiße ich jetzt dann halt auch einfach mal weg. Zumindest die Reste. Und auch zu kleine Reste. Und den Rest, also das, was mir gefällt an Stoffen und was noch ein bisschen größer ist, das schneide ich mir im Moment gerade in Quadrate zurecht, um es dann als Restequilts zu verarbeiten oder als Kissenhüllen oder sonst was. Und es wird alles zu Quadraten verarbeitet und zwar in unterschiedlichen Größen. Und ich habe mir hier, das sind jetzt keine Zuschneideschablonen, sondern das ist einfach nur, dass ich gucken kann, in welche passt es schon. Und das ist das Kleinste, was ich noch an Rest. Also etwas, wo man ein 1,5 mal 1,5 Inch Quadrat rausschneiden kann. Die Reste werden aufgehoben. Alles, was kleiner ist, fliegt in den Müll im Moment, weil ich so viel Stoffreste habe. Und alles, was größer ist als 4 mal 4 Inch, wird nicht zugeschnitten, sondern kommt in meine Stoffschubladen.
weil das sind dann größere Stücke, aus denen man noch mehr machen kann. Da wird nichts. Aber alles eben, und zwar, ich habe also 1,5 Inch, 2 Inch, 2,5 Inch, 3,5 Inch, 3 Inch, ja, und dann 4 Inch, genau. Und das schneide ich zu. Was also bedeutet, ich sortiere die Reste aus, gucke, ob die mindestens diese Größe haben. Ich bügel die Reste vorm Zuschneiden. Ja, da kann man nebenbei Hörbuch hören oder Strickpodcast hören. Das mache ich halt nicht stundenlang, nicht den ganzen Abend lang, sondern immer mal so eine Stunde. Dann mache ich halt mal eben das Bügeleisen an, dann bügel ich mal ein paar Reste. Dann gehe ich hier an meinen Zuschneidetisch, dann schneide ich halt mal eine Weile ein bisschen was zu und sortiere mir. Ich habe also verschiedene kleine Kästchen vorbereitet, wo ich dann die Quadrate der entsprechenden Größe gleich reinmache. Und das ist erstmal jetzt eine sehr unkreative Arbeit, aber ich stelle mir vor, dass ich damit dann irgendwie wirklich gut konkret arbeiten kann. Vielleicht ist es auch Blödsinn, was ich da mache. Ich weiß es nicht. Aber das war jetzt so meine Idee und das setze ich jetzt gerade einfach mal um, um die dann wirklich zu verarbeiten, weil ich möchte einfach, ich möchte wieder mehr Patchwork machen und ich möchte diese Reste verarbeiten. Ja, ist mir einfach wichtig. Ja, das ist das. Ja, dann habe ich noch, was ich euch noch zeigen möchte, nämlich habe ich bei Butinette mir auch Wolle mitbestellt. Und zwar zum einen, die haben ja diese Wollpakete, wo immer jeweils 300 oder 400 Gramm Wolle drin sind und das kostet dann so um die 15 Euro. Und hier habe ich ein Wollset, das besteht aus 4 Knollen. Es ist, ja, so sieht es, das ist sehr, sehr bunt. Und zwar ist es das Set Perugia. Sehr bunte Ringelsocken gibt es. Und ich freue mich da sehr drauf, diese Wolle zu verarbeiten. Das habe ich mir bestellt. Und ich habe mir noch zwei Knäule Sockenwolle bestellt. Und zwar Langjans Super Socks. Vierfädige Sockenwolle. Und zwar ist das einmal die Cocktail Socks Kai Pirinha. Sehr schön. Also ich bin ja wirklich, ich liebe ja Kombination Grau mit Rosa, ne? Das wisst ihr, das habe ich euch ja schon mehrfach erzählt. Überhaupt Farben, bunte Farbe mit Grau kombiniert. Das ist ja auch bei dem Painting Shawl mit den Honeycombs, seht ihr es ja auch. Also ich bin schon so ein Grau-Fan. Also Grau finde ich einfach sehr schön. Ja, also das ist Kai Pirinha. Und dann ist das Langjans Super Socks Swiss Lakes der Luzerne. Auch ein sehr schönes, da seht ihr, wie das farblich dann rauskommt. Finde ich auch sehr schön. Ja, und hier seht ihr, wie das Kai Pirinha rauskommt. Ja, das ist sehr schöne Wolle, ne? Die ist wunderbar schön. Ja, das ist das, was ich gekauft habe. Und das E-Book. Dann habe ich habe wieder Post bekommen gehabt. Und zwar von der lieben Elisabeth aus Wien. Elisabeth, ich grüße dich ganz herzlich. Ja, und zwar hat sie mir ein Paket geschickt, ein Überraschungspaket. War ich ganz erstaunt. Da kam Post aus Österreich. Und dann habe ich das aufgemacht. Da war eine Karte, lag oben drinne zum Geburtstag. Es war ja noch nicht mein Geburtstag, aber ich war neugierig. Ich war so neu und ich habe das Paket ja schon aufgehabt. Ja, dann habe ich es halt ausgepackt. Und da war drinne ganz viel, das zeige ich euch jetzt nicht, weil das steht oben im Karton und wisst ihr jetzt nicht, wie ich das. Ganz, ganz viel Baumwollhäkelgarn. Also was ich für meine Amigurumis, für mein Aquarium und so weiter verwenden kann. Teilweise noch neue Knäule, teilweise angebrochene Knäule, Reste. Ja, einen ganzen Karton voll. Und Negarn. Blaues Negarn. Mehrere Rollen, ganz viele Rollen. Ich glaube 10 Rollen oder sowas.
gleiche Farbe, aber ein sehr gutes Negern, Baumwollnegern, was ich gut also zum Quilten oder so verwenden kann. Das wird auf jeden Fall Verwendung finden, da freue ich mich. Und dann war noch etwas ganz Besonderes drauf. Das ist wirklich zum Geburtstag. Und es ist noch verpackt, weil das werde ich, wird am Sonntag angeschnitten und guckt euch das mal an. Eine Originalsacher-Torte. Ist das nicht der Traum? Und sie hat mir dann geschrieben, dass wohl bei dieser Konditorei, wo es diese Originalsacher-Torten gibt, dass da die Leute also teilweise eine halbe Stunde oder Stunde anstehen müssen, um sich um so eine Torte zu kaufen. Also das ist was ganz, ganz, ganz Besonderes. Und meine Familie und ich, wir freuen uns schon sehr darauf, diese Torte am Sonntag anzuschneiden und zu essen. Sie hat mir geschrieben, dass sie traditionell mit Sahne gegessen wird. Ja, selbstverständlich gibt es frische Schlagsahne dazu. Das geht ja wohl gar nicht anders, ne? Wenn schon, denn schon. Also an meinem Geburtstag spare ich mit Sicherheit keine Kalorien. Ja, ich freue mich da wirklich sehr drauf. Ganz, ganz wunderbar. Also, vielen Dank nochmal, Elisabeth. Ich freue mich da sehr drüber. Ja, das ist eigentlich alles, was ich euch zeigen konnte. Wir sind durch. Wir sind durch. Gibt es noch irgendetwas, was ich euch erzählen möchte? Nee, eigentlich nicht. Ja. Also ihr seht, ich habe ganz viele Pläne. Ich bin ganz begeistert von allem. Ich möchte wieder mehr nähen. Die Tasche für meine Tochter nähen hat mir sehr viel Freude gemacht. Die ist ja auch wirklich toll geworden. Und ich möchte jetzt wirklich wieder mehr Patchwork machen. Ja, nach wie vor steht mir im Kopf, ich möchte unbedingt wieder Kleidung nähen, gerade jetzt im Hinblick, dass es jetzt dann doch demnächst Frühjahr wird und Sommer. Und da möchte ich dann doch jetzt einiges an Jersey-Stoffen verarbeiten, die ich noch habe. Viele Strickprojekte. Ich möchte gerne aufräumen, ich möchte gerne ausmisten. Das ist ja das Stoffresteverarbeiten auch ein erster Schritt oder ein weiterer Schritt dahin. Ich habe eine Idee für eine Aufbewahrung für meine Rundstricknadeln, weil die im Moment in so einer kleinen Box drinne sind und das ist einfach sehr, sehr nervig, da eine passende Nadel rauszusuchen. Und da werde ich eine Aufbewahrung für Nähen. Ich denke, dass da werden sicherlich diese neuen Stoffe von Butinette irgendwie zum Tragen kommen, diese strickenden Hühner oder sowas. Mal gucken. Ja, das ist so ein Plan, was ich stricken will, was ich nähen will. Dann, wie gesagt, Patchworken. Ich habe einiges, was gequiltet werden muss. Ich habe einiges, wo die einzelnen Blöcke ja schon fertig sind, was ich noch zusammennähen und quilten und zu einer Decke verarbeiten möchte. Also die Pläne sind unendlich viel, die Zeit ist knapp bemessen, das ist leider immer so. Aber ich habe jetzt gerade aktuell eine ganze Woche frei. Ich habe im März 2 Wochen Urlaub. Wie gesagt, nächste Woche möchte ich Wolle färben, werde ich euch dann also in der nächsten Folge zeigen. Mal schauen, wann die nächste Folge dann rauskommt. Wie gesagt, ihr wisst, das dauert bei mir immer ein bisschen. Ich möchte mir auch wirklich einfach gar nicht diesen Stress machen. Oh, ich muss alle 2 Wochen oder alle 3 Wochen aufnehmen. Wenn ein Video kommt von mir, dann könnt ihr euch freuen. Und ansonsten dauert die Vorfreude noch ein bisschen länger. Ich weiß gar nicht, ob ich am Anfang gesagt habe, ich bedanke mich auch für alle lieben Kommentare. Es waren so ein, zwei Kommentare, wo es um das Klöppeln ging und ums Filzen, dass man da doch, weil ich das wohl, ja, ich wollte das nicht runter machen. Also Klöppeln und Filzen sind beides ganz tolle Techniken. Und ja, mir ist schon bewusst, dass man da tolle Sachen mitmachen kann. Aber Stricken ist halt dann doch mit so das Praktischste. Ich meine, im Grunde genommen, das Aquariumhäkeln, das ist auch eine reine Deko-Geschichte. Also ich brauche da gar nicht die Deko-Sachen so irgendwie runter machen. Auch ich mache Dekoratives.
Und sich so ein Aquarium zu häkeln, ist überhaupt nichts Sinnvolles. Nee, hat keinen Nutzen. Ist im Grunde genommen nur Staubfänger. Aber im Gegensatz zu einem normalen Aquarium ist es deutlich pflegeleichter. Also wir haben, mein Mann ist also Aquarianer, mein Mann züchtet ja Vögel und er hat aber auch schon Fische gezüchtet und ist eigentlich seit seiner Jugend, ist er Aquarianer begeisterter. Und er ist seit Jahren dran, immer wieder, wenn wir irgendwo in einem Zoofachgeschäft sind, wo er ja auch gearbeitet hat im Zoofachhandel, ist er jetzt aber schon seit 2 Jahren in Rente. Dann ist immer wieder, oh, und die Fische sind schön und ach, oh, guck mal, so ein Aquarium, oh, das wäre schön und sowas. Und ich sage dann immer nur, ja, da kommt dann auch doch wieder mein erwachsenes Ich, weil ich dann immer sage, wer macht es sauber? Weil, also ich liebe Aquarien, ich finde Fische total toll, ich sehe unheimlich gerne Aquarien, das hat auch was Entspannendes, also sich so vor so ein, also ich hätte hier gerne ein Aquarium drin, wo was hier vor sich hin blubbert und wo ich sitze und beim Stricken die Fische beobachte. Mega, mega toll. Aber wir haben also ein sehr großes Aquarium vor vielen Jahren, wo die Kinder noch klein waren, hatten wir ein sehr großes Aquarium oben im Flur stehen. Das war also so ein 800-Liter-Becken. Also es war wirklich so lang war das und so hoch. Also es war ein ziemlich großes Aquarium. Das war wunderschön. Aber wenn ein Aquarium nicht gepflegt wird, dann ist es sehr ekelhaft und sehr hässlich. Ein Aquarium ist nur schön, wenn es gepflegt wird. Und ich sage euch, ein Aquarium zu pflegen und in Ordnung zu halten, ist viel Arbeit. Also alleine schon, dass man alle 1 bis 2 Wochen einen Wasserwechsel machen muss. Einen Teilwasserwechsel. Dann muss man Dreck absaugen. Dann muss man, ja, wenn man Pech hat, das Problem hatten wir nämlich, wir hatten dann verschiedene Algen, also wir hatten alles durch, Braunalgen, Blaualgen, Grünalgen, alles, Fadenalgen, was weiß ich. Dann mussten wir viel Geld investieren in so eine CO2-Anlage und Pipapo. Also das ist auch ein Groschengrab. Also nee, darf ich ja nichts gegen sagen mit meiner Wolle, ganzer Schrank voll Wolle und ich kaufe immer mehr. Und kaufe mehr, als ich verstricke. Also da will ich mich auch gar nicht drüber beschweren. Wir könnten uns das auch leisten. Das wäre auch okay. Aber ich habe eben das Problem damit, dass es einfach sehr viel Arbeit ist. Und man muss da dranbleiben. Man muss das pflegen. Und ich sage halt ganz klar, ich habe keinen Bock darauf. Ich habe keine Lust auf diese. Ich habe in meinem Leben genug Aquarienwasserwechsel gemacht. Weil meine Mutter hatte auch ein Aquarium, wo ich geholfen habe. Ich habe zeitweilig auch eins gehabt als junge Frau, bevor ich mit meinem Mann zusammengezogen bin. Da hatten wir gemeinsam eben das, wo ich ja auch mitgearbeitet habe. Ich habe bei meinem Großonkel früher geholfen, als der körperlich nicht mehr konnte und der hatte ein großes Aquarium. Da habe ich alle 2 Wochen bin ich zu ihm gefahren und habe den Wasserwechsel gemacht. Es war immer sehr lustig, weil ich ein sehr gutes Temperaturempfinden habe. Und er wollte immer, hat immer verlangt, dass ich mit dem Thermometer messe, ob das Wasser auch die richtige Temperatur hat, bevor ich es reinkippe. Und ich habe nur die Hand reingesteckt und habe gesagt, das passt schon. Und er hat dann immer darauf bestanden, nachzumessen. Und es war wirklich so, es ging um ein halbes oder 1 Grad, wo ich mich mal vertan habe. Aber ich habe dann ziemlich gutes Gefühl dafür gehabt. Und das war immer sehr lustig, die Diskussion. Und ich habe nur eher da minutenlang das Thermometer reingehalten und ich habe einmal nur kurz die Hand eingetaucht und gesagt, passt, ist die richtige Temperatur. Ja, schöne Erinnerung. Mit dem habe ich mich sehr gut verstanden, mit meinem Großonkel. Der war ein ganz toller, war Physiker, das war ein ganz, ganz wunderbarer Mensch. Und ja, also insofern, ich habe auch so die eine oder andere Erfahrung mit Aquarium und eben ich weiß, es ist wirklich, wirklich, wirklich viel Arbeit. Und deshalb rede ich es meinem Mann immer aus. Wobei ich halt auch schon gesagt habe, ja, wenn du das unbedingt willst, wenn dein Herz dran hängt, bitte dann, aber dann musst du dranbleiben und dann werde ich dich auch treten und aber er ist dann selber auch immer vernünftig und sagt, nee, du hast ja recht, wir lassen. So, und jetzt häkle ich uns halt ein Aquarium. Und dieses Aquarium wird pflegeleicht sein, weil man nur ein-, zweimal im Jahr die Figuren dann absaugen muss, ein bisschen, weil sie eingestaubt sind.
oder mal ausklopfen. Das reicht am Anfang dann auch. Und dann wird also in einem Bücherregal, ich habe jetzt lange überlegt, wie ich es machen will, wo ich es machen will, aber wir haben ein schwarzes Bücherregal oben im Flur stehen und da werde ich das oberste Fach, das ist etwas höher, das ist ungefähr so hoch und so breit, so etwa, das werde ich ausräumen und dann werde ich an die Innenseiten werde ich diese Folie, Posterfolie kleben, die es im Aquarienhandel zu kaufen gibt, wo so Pflanzen sind, wo so eine Wasserlandschaft im Hintergrund ist. Das werde ich dahin kleben und dann werde ich an die Oberseite vom Regal werde ich schwarzen Tüll kleben, den muss ich mir noch besorgen und da kann ich dann die Fische dran aufhängen und kleine Quallen und auf dem Boden werde ich eine Matte, das wird eins der nächsten Dinge sein, die ich häkel, einfach als Grundlage werde ich einfach in ganz normalen festen Maschen, aber wahrscheinlich doppelfädig, dass es so einen melierten Effekt gibt, werde ich so eine Kiesmatte quasi häkeln. Eine Bodenmatte, wo die Sachen dann draufstehen. Das sind so die Pläne. Und das wird toll, es wird ein pflegeleichtes Aquarium und naja, man kann dann irgendwie Lautsprecher daneben stellen, der Blubbergeräusche macht. Wenn es sein muss. Ja, das sind meine Ideen. Der Kopf ist voll. Wie gesagt, die Folge heißt nicht umsonst, sagt niemals nie, weil ich doch Diverses mache. Mein Mann und ich planen übrigens eventuell, nein, wir planen es ziemlich sicher, im November nach Irland zu fahren, weil er da auf eine Vogelausstellung möchte und auch Vögel kaufen möchte in Irland. Und ich habe schon angekündigt, wenn wir dahin fahren, will ich natürlich Wolle kaufen. Da gibt es ja dieses schöne Donegal-Tweet. Und ich stelle mir vor, mir tatsächlich eine Colorwork-Jacke zu stricken aus diesem Donegal-Tweet. Das heißt, das wird auch wieder etwas sein, wo ich letztes Jahr noch gesagt habe, das werde ich nie tun. Denn dann kommt das Thema Steaken auf mich zu. Und ich bin nicht mehr, nein, mache ich nie, werde ich nie machen, sondern ich fasse es ins Auge, eventuell eine Colorwork-Jacke zu stricken, die ich dann steaken werde. Ja. Man muss offen sein. Man muss einfach offen sein für Neues. Und wenn das Ergebnis toll ist, aber ich glaube, ich brauche dann jemanden, der mein Händchen hält beim Steaken. Ich glaube es nicht. Es wird hart werden, ja. Aber ich habe ja Zeit, mich darauf vorzubereiten mental. Ich werde mir dann ganz viele Videos angucken und so weiter. Und dann werde ich habe jetzt so viel schon hingekriegt, dann kriege ich das auch hin. Ja, eine Sache, die ich euch noch erzählen will, oder zwei Sachen zum Thema Hören, Hörbücher und was weiß ich, was ich jetzt fertig gehört habe, zwei Dinge sind es, zwei Hörbücher, die ich fertig gehört habe, das war zum einen von Rebecca Gablé, Das Lächeln der Fortuna, das ist ja der erste Teil dieser Warringham-Saga, die mittlerweile 7 Bände oder was umfasst. Rebecca Gablé ist wohl eine, ich weiß nicht, ich habe immer gedacht, die wäre Engländerin. Nee, aber die schreibt immer über England. Aber nee, die ist Deutsche, wohnt wohl irgendwo bei Düsseldorf oder so. Schreibt ganz tolle historische Romane. Wirklich sehr, sehr gut. Und ja, das habe ich mir den ersten Teil angehört, eben Das Lächeln der Fortuna. Das sind 50 Stunden Hörbuch, also da kriegt man was für sein Geld. Ganz, ganz toll. Super Sprecher. Detlef Bierstedt, glaube ich, ist der Sprecher. Ich habe jetzt heute Morgen gerade den zweiten Teil angefangen und ich war also so begeistert davon, dass ich es meinem Mann empfohlen habe und der liest jetzt gerade, der hat das erste Buch durch und liest jetzt gerade auch den zweiten Band. Der ist ja so ein super Schnellleser. Also so ein Wälzer hat der in 3 Tagen durch. Das ist unglaublich. Ich sage mal, teilst dir doch ein bisschen ein, hast du länger was von, nee, ratzfatz. Ja, so schnell kann ich nicht, so schnell kann ich nicht mehr hören. Also ich höre die auch nicht in schneller Geschwindigkeit, sondern normale Geschwindigkeit ist mir sonst zu hektisch. Ich rede ja selber schnell, dann kann ich wenigstens langsam hören.
Und das andere Hörbuch, was ich gerade gehört habe, gestern Abend fertig gehört, kann ich wirklich empfehlen. Haben ja einige Podcaster schon empfohlen, nämlich das Buch Maschenmord von, da verließen sie ihn. Weiß ich jetzt nämlich gerade nicht. Jetzt gucke ich mal kurz. Also Maschenmord von Leonie Kramer habe ich gehört. Ist ein tolles Buch. Kann ich euch sehr empfehlen. Ja, einige Podcaster, die es auch erzählen, Kiwis Stricklust macht da, hat da erzählt, irgendwie, da gibt es auch einen Kall, wo die Mordwaffe nachgestrickt wird. Es ist sehr spannend, es sind sehr interessante Charaktere, teilweise ein bisschen überzeichnet, aber es ist auch sehr lustig. Also ich habe mehrfach herzhaft gelacht beim Hören. Also wirklich gute Unterhaltung und spannend und überraschendes Ende. Also ich bin nicht auf die Lösung gekommen vorab. Ich habe mir den Kopf zerbrochen und habe gedacht, wer könnte der oder die, der Mörder oder die Mörderin sein? Ich bin nicht drauf gekommen. Die Person, die es dann im Endeffekt war, die hatte ich definitiv nicht im Verdacht. Die hatte niemand im Verdacht. Das war wirklich überraschend, aber sehr gut. Ganz toller, sympathischer Kommissar, der, also wenn es da Fortsetzungen gibt, weitere Romane gibt, werde ich mir die mit Sicherheit als Hörbuch holen. Also ist Empfehlung Maschenmord von Leonie Kramer und die Warringham-Saga von Rebecca Gablé. Beides sehr zu empfehlen. So, und bevor jetzt mein Speicher wieder voll ist, möchte ich mich von euch verabschieden. Bleibt fleißig, bleibt so fleißig, wie ihr sein wollt. Wenn ihr nicht fleißig sein wollt, dann lasst es halt. Bleibt aber kreativ. Tut, was euch Freude macht, was euch glücklich macht. Und der Frühling kommt bald. Man merkt schon deutlich, dass es heller wird. Das ist etwas, was ich ganz wunderbar finde, wenn das Licht zurückkommt. Und die Hunde machen jetzt Trara. Und deshalb sage ich jetzt Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Ciao.